Es ist mal wieder Montag auf unserer Station und wir haben fleißig Minenspiel gespielt. Und wir haben es mal wieder weitergeschafft, obwohl ich es ja echt diese Woche nicht gedacht hätte. Weil es war schon ganz schön knackig und teilweise auch sehr knapp. Einfach dadurch, dass so wenige spielen und es dadurch auch nicht einfach ist, unter die Ersten zu kommen. Wobei ich mir überlegt habe, vielleicht gewinnen ja die ersten drei immer, nicht nur die ersten 10%. Vielleicht gewinnen die ersten drei immer und danach sind halt noch die 10% included, weil ich glaube, sonst wäre es schon ziemlich heavy. Ich habe mir ausgerechnet, also es waren nicht mal 20 Leute, die mitgemacht haben. Ich glaube, es waren 17 oder 18. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn sie jetzt aufrunden, dann kommt der zweite Platz bei 10% noch mit rein. Sonst nicht. Also auf alle Fälle, wir haben was bekommen. Wir sind weiter und wir haben den zweiten Platz noch bekommen. Obwohl ich gestern, als ich das Spiel gemacht habe, war ich auf dem ersten, aber da haben wahrscheinlich noch nicht alle ihr Spiel gemacht. Und da hat mich doch noch irgendjemand umrundet, wahrscheinlich meine Konkurrentin, mit der ich jetzt schon die ganze Zeit immer um die ersten Plätze gekämpft habe. Die war jetzt nämlich immer mit dabei. Jo, deswegen haben wir jetzt einmal ein, ich bin eins weiter und ich habe einen zweiten Platz Geschenk. Wir nehmen mal alle an und stellen sie hier auf. So, mal wieder ein großes und ein etwas kleineres. Aussehen tun sie wie die anderen auch. Dann machen wir erstmal. Ja, komm, wir machen erstmal das zweiter Ligaplatz und machen es auf. Ich denke mal, der Inhalt ist jetzt so wie bei den anderen auch. Viele, viele, viele Würmlein. Oha. Aber ich glaube, sowas in der Richtung hatten wir schon mal. Markise ist halt cool, ne? Weil ich die noch nicht bekomme. Ton ist auch sehr gut. Habe ich immer ein bisschen Mangelware. Kohle kann auch nicht schaden. Und Kerosin. Wow, wow, wow. Und Hacken! Diesmal dürften sie nicht ins Leere gehen. Ich habe nämlich gestern fleißig Hacken spendiert. Ach, ja gut. Und dann haben wir hier unser Ihr seid weiter. Oh ja, der Honig. Ja, dann kann man schon gut brauchen, was da drin ist. Und Gips, oh, Gips ist super. Gips, das habe ich nämlich gerade ein bisschen Mangelware. Und brauche ihn schon so ab und zu. So, jetzt, ja, jetzt müssten wir eigentlich weitermachen in unserer Liga und gucken, was wir als nächstes für Schikanen haben. Aber, haha, das nächste wäre Sunrise. Das haben wir noch nicht mal auf der Karte. Das haben wir noch nie mal freigespielt, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Ich kann mal gerade gucken. Sunrise ist. Gott, lange Liste. Ich glaube, doch da. Im namenlosen Wald. Eigentlich tatsächlich was wir direkt erreichen könnten, wenn wir den namenlosen Wald freispielen. Level 41. Deswegen habe ich jetzt überlegt, soll ich vielleicht doch erstmal, bevor ich die Eisenbahn mache, noch ein bisschen da was machen? Damit ich da weiter in der Liga machen kann. Aber ich meine, selbst wenn ich jetzt da weitermachen würde, würde es ja dauern, bis ich das freigelegt habe und zur Siedlung umgewandelt, um überhaupt in der Mine arbeiten zu können. Deswegen, nee. Nee, muss nicht sein. Die tägliche Übung habe ich trotzdem, weil ich immer alle Minen mache, wegen der Ressourcen, die man da so bekommt. Gold, es ist auch immer Energiefood dabei, wenn man gescheit klickt. Und ja, wäre eigentlich blöd, wenn man das Minenspiel nicht macht. Also in der Übung bleibe ich auch. Und irgendwann sind wir dann auch in Sunrise.
Kann sein, dass ich das ein bisschen eher vorziehe, damit es nicht zu lange entfernt dann ist bis zur nächsten Liga. Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn ich jetzt ein bisschen pausiere, weil dann nehme ich die eine, die auch ziemlich gut ist im Minenspiel, ich mit der dann dauernd kämpfen muss. Dann hat die mal ihre Ruhe, kann ihre Siege genießen. Vielleicht ist die ja auch im Gebiet noch nicht so weit. Kann auch sein. Jedenfalls, also ich sage jetzt sie, weil es vom Namen her eine sie ist, aber wer dahinter sitzt, weiß man natürlich nicht. Ja, dann müssen wir warten, bis wir da tatsächlich weitermachen können. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen aussetzt. Also ich war gestern schon ganz schön... ich habe vorgestern 2 Spiele gewonnen. 2 oder waren es sogar 3? Und gestern 1. Und dann dachte ich, oh ja, das langt jetzt, ne? Also das müsste reichen für den ersten Platz, um den zu halten. Aber es hat mich wohl doch noch ein bisschen nach hinten gerückt. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind weiter und wie es dann komplett mit der Liga weitergeht, das sehen wir dann. Wir können mal noch einen Blick auf hier mal auf die Liga werfen. Wir sind ja immerhin schon, also gibt ja jetzt nur noch 2, ne? Wir kommen dann in die Donnerliga, in Sunrise und das allerletzte ist dann in Nordpass. Da kommen wir ja auch noch nicht hin, ne? Also da müssen wir uns erstmal ein bisschen weiter durchgraben, ja. Guck mal hier, 300, also ich weiß nicht, was diese Zahl hier ist. 342? Das haben wir immer eine Weile und dann irgendwann spricht es auf 350 über. Also ich weiß immer noch nicht, was diese Zahl hier überhaupt bedeutet. Wenn man da anklickt, sieht man nur, wer schon alles wieder gespielt hat. Wenn man jetzt auf diese hier... Ja, okay, die kann ich natürlich nicht... Doch, oh! Da hat noch niemand gespielt. Okay. Heute. Ja, ich könnte... Oder? Naja, hier kriegen wir die Daten auch. Duke. Relativ erfolgreich. Also wenn man den ersten Tag spielt und schon 200 zusammen hat, dann hat man schon ja so wahrscheinlich 2 Spiele gewonnen. Das ist schon ganz gut. Aber wenn man natürlich einsam und allein in der Liga spielt, ich werde es mal über die Woche ein bisschen verfolgen. Ich werde mal gucken, ob die Dame, die mit mir hier konkurriert hat, hier auch jetzt wieder weiterspielen wird. Ist eigentlich, ja, eigentlich schön, wenn man sich dann so ein bisschen kennt. Ja, guck mal, der Steff ist auch fleißig, der ist bei mir auch Nachbar. Das ist dann auch immer ganz schön, wenn man dann sieht, ah, das ist ja ein Nachbar, der da auch gerade versucht weiterzukommen. Ja, okay, dann aber jetzt erstmal ein bisschen ein Päuschen und sehen uns dann, ja, wenn es hier, also ich sitze immer noch an Claw, das sehr dicht besiedelt ist. Inzwischen sind wir bei fast der Hälfte. 50, ja, genau der Hälfte. Aber ich werde berichten. Ich werde dann im Claw-Video noch berichten, wie, wenn es fertig ist. Also wenn ich da durch bin, beziehungsweise, ja, ich habe mir überlegt, wenn ich die diese ganzen Totems gefunden habe, dann mache ich nochmal so ein bisschen so ein Abschlussding. Und dann sehen wir mal, wie weit ich bis dahin gekommen bin. Und dann war es da erstmal, weil wir da eh noch auf die Hügel warten müssen. Ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, weil das Claw-Video kommt ja jetzt erst danach. Aber dann wisst ihr wenigstens, an was ich gerade so wurschtle. Und warum gerade so wenig Content kommt, das erklärt sich dann alles in Claw.